Moin liebe Leute, es ist endlich soweit, ein neues Produktvideo und ihr habt es wahrscheinlich schon im Thumbnail gesehen, Leute. Wir haben es endlich auf die Reihe bekommen. Es hat ein bisschen gedauert, weil wir haben viel rumprobiert, aber ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Das ist unsere neue Grillschürze. Unsere Grillschürze ist am Start, Leute. Und ich bin unglaublich froh und unglaublich glücklich, denn das ist das erste Produkt, was wir quasi mit euch zusammen gemacht haben oder beziehungsweise aufgrund von euch. Aufgrund eurer, heißt das Freshman? Denn ihr habt das erste Mal, als wir quasi bei Barbecue Madness diese Schürze an den Start gebracht haben. Seitdem sind immer wieder Kommentare drunter. Ich finde die Schürze geil, ich finde Bernhard geil. Wir finden euch auch geil, Leute. Lasst direkt mal ein Subscribe da. Viel Spaß. Habt ihr uns geschrieben, dass ihr gerne diese Schürze mit unserem Bernhard-Emblem haben möchtet? Emblem haben möchtet? Wir haben sehr viel ausprobiert, Leute, und auf die Anfragen auf diese Schürze, die wäre so exorbitant teuer, selbst wenn wir es in größerer Stückzahl herstellen lassen, dass die, glaube ich, keiner von euch kaufen würde. Deswegen haben wir alles neu gedacht und zwei neue Schürzen gemacht, beziehungsweise eine neue Form, die ich ab jetzt auch in all unseren Videos tragen werde. Eine neue Form, aber zwei Farben, Freshman, und ich möchte die Leute gar nicht mehr auf die Folter spannen. Ich enthülle unsere neue Schürze, Leute. Da ist das gute Stück. So, eine sehr robuste, ich leg das mal hier hin, wie auf dem Trödelmarkt. Eine sehr, sehr robuste Lederschürze aus Büffelleder, Freshman. Das ist Büffelleder. Es riecht auch nach Büffel und nach Leder. Hast du die schon an oder warum? Und es hat, bitte? Ob du die schon an hast, ob die deswegen riecht? Oder? Ja, genau, genau. Ich habe die schon mal Probe getragen. Und es hat aber natürlich auch, Leute, hier das Ledermoppet ist drauf hier. Kannst du mal ranfilmen. Also das ist wirklich zertifiziertes, hundertprozentiges zertifiziertes Leder. Ich finde die Form cool. Wir haben extra geguckt, dass wir große Schnallen oder große, wie heißt denn das? Riemen, danke. Große Riemen haben, weil man kennt das von so Schürzen, die nicht dieses X-System hat, was wir hier hinten haben, dass das öfter mal einschneidet. Und dem wirken wir jetzt entgegen, indem natürlich die Seite auch ein bisschen weicher ist. Und das wird sich dann, wenn er dann hier vom Fett eures Halses, wird das eh noch ein bisschen weicher. Aber auch durch die große Form ein unglaublich angenehmer Tragekomfort. Wir haben genauso diese wunderschönen Riemen hier außen. Und für die Leute, das ist dieses Tütchen, der Freshman hat schon gesagt, ob es ein Überraschungstütchen noch mit gibt. Das ist eine Verlängerung für Leute, die vielleicht nicht jetzt Size Zero oder von Size Zero bis, weiß ich nicht, ich glaube 4XL oder 5XL tragen. Die können sich dann hier quasi noch mal eine Verlängerung reinmachen. Das heißt, die Schürze wird dann, glaube ich, noch, wie viel wird das sein, Freshman? Ja, das komplette Ding. Hier so 12, ja, was sind das? 20 Zentimeter insgesamt? Irgendwie so, keine Ahnung. Naja, du wirst es besser wissen als ich. Genau, das kommt mit dazu. Okay, ich würde jetzt mal kurz in die Zauberkugel gehen, beziehungsweise schnipsen, Freshman, und dann zeige ich dir mal am Mann, wie sexy die aussieht. So, Leute, so sieht's aus. Ich drehe mich mal, ja, hier, ich drehe mich mal. Wie in der Zauberkugel. Also, im Gegensatz zur anderen Schürze haben wir probiert, so ein bisschen rustikaler zu werden, weil die hat ja da schon so feine Linien, war ausgelasert. Hier haben wir ein richtig geiles Patch drauf, ist auch gelasert, aber wir haben es hier nochmal richtig schön auf, erstmal genäht und dann genietet. Das heißt, wir haben hier überall diese schönen ja, Metallnieten dran. Und der Look ist wirklich so ein bisschen eher so Butcher 1969. Sehr, sehr cool, wie ich finde. Das wird natürlich auch ein bisschen used-lookiger mit der Zeit, finde ich aber ganz cool. Und wir haben nicht nur hier extra, kannst du Mikrofon durchstecken, das ist war für uns ganz cool, sondern wir haben auch drei Funktionen da dran. Es ist einmal hier die größere Tasche, wo ihr euer Handy reinpacken könnt oder halt hier, ich packe da immer Handschuhe rein oder mal Notizzettel oder die Nummer von der süßen Nachbarin, die ihr begrillt habt, etc. Dann haben wir hier quasi einen zweiteiligen Touchon bzw. Handtuch, Küchenhandtuchhalter. Ich habe hier jetzt nur so ein schmockiges, aber ist ja egal. Da könnte auch sogar, wenn er die so zurechtfummelt, könnte auch zwei reinstecken. Oder in der Mitte ist ein Druckknopf, den könnt ihr abmachen, wenn ihr ein größeres Teil habt. Packt er das einfach so dazwischen. So, das sind die beiden Taschen. Dann haben wir hier noch so zwei dünne Taschen. Und die sind dafür da, falls ihr irgendwie mal irgendwie fancy unterwegs sein wollt, könnt ihr da eure Pinzette reinpacken. Ich persönlich nehme die meistens, um Kuli reinzustecken.
oder einen Stift, weil irgendwas aufschreiben oder mal Rezept packen oder so braucht man meistens eh. Das ist es eigentlich auch schon, wie gesagt, Echtleder. Pflegehinweise stehen drin, könnt ihr mit einem feuchten Tuch einfach abwaschen. Natürlich trocken lagern und nicht draußen liegen lassen, weil, Leute, ist Echtleder. Ich zeige euch jetzt noch hier die schwarze Version. Die sieht so aus. Ui, guck mal hier, Freshman, guck mal hier. Da haben wir quasi schwarzes, glattes Leder und hier den Patch auch nochmal in braun. Wir haben so ein paar braune Highlights ran gemacht. Ich finde es ziemlich cool. Ich hoffe, ihr als Community seid froh. Das ist die, die ich jetzt auch immer trage. Also ab jetzt, ich blende es hier oben mal ein, sonst stehen die Infos auch drunter. Ich bin ziemlich hyped. Würde mich freuen, wenn der ein oder andere mir bald ein Bild über Instagram oder so schickt, wie er diese Schürze auch anhat. Vielen, vielen Dank für die Info und die Inspiration von euch. Wir freuen uns, dass ihr euch hoffentlich freut. Und wir sehen uns mit der Schürze bald zu einer neuen Folge Barbecue Madness. Also bis dahin, ciao und Apron. Subscribe, yeah!